Jo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Goof Games Best of Mobile und PC. Wir befinden uns jetzt hier in Chair Simulator, einem neuen Spiel von Steam, was seit 15. Mai draußen ist. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Stuhlsimulator-Spiel, ne? Wir sehen hier auf der linken Seite fliegen hier schon ein paar Stühle von der Decke nach unten, Klosetts und Kinderstühle und Rollstühle und schau einfach mal, ich bin ja sonst nicht so der Simulator-Spieltyp. Einziger Simulator, den ich bis jetzt gespielt habe, war eigentlich War Thunder und World of Tanks, so Kriegsspiel-Simulator-mäßig, ne? Aber sonst kenne ich mich mit normalen Simulator-Spielen überhaupt nicht aus, deswegen habe ich mir einfach mal runtergeladen jetzt. Ist kostenlos im Steam verfügbar. Chair Simulator ist, glaube ich, 1 GB groß. Und ich würde einfach mal sagen, wir schauen direkt rein. Und ja, New Game. Und Select Your Character. Hier haben wir so ein paar Hansels zur Auswahl. Ein Mr. Beast, Lazarbeam, Dylan Francis, ein Bingo Bob? Okay. 24k Golden, Nico, hier haben was ist denn das für ein Vieh? Justin Rowland, Originalcharakter vom Justin Rowland Creation, Ricky, Rick and Morty, ernsthaft? Okay, und dann haben wir halt, ja okay, haben wir halt also eine Vielzahl an Helden, wollte ich sagen, an Hanseles und der sticht einfach raus, den müssen wir nehmen, der sticht einfach raus. So, und schon geht's weiter, da sind wir bei den Controls. Von Design und Qualität von Miss Fish of New York City. Okay, MILF, WASD, da können wir also MILF, Lück. Also ein bisschen schwedisch gehalten hier, ne? Lück, so mit der Maus und Sit Down. Mit E. Hat auch ein bisschen was von Ostdeutsch. So. Hey, Sicky, komm mal her. Setz mal down hier. Samantha kommt gleich zum Kaffee trinken. So, aber egal. Jetzt gehen wir es mal weiter. Press C für weiter. Okay, hier haben wir unseren. was soll das darstellen? Ganz ehrlich. Okay, wir haben hier unseren Charakter. So, jetzt haben wir oben links Sit Points. 0. So, gucken wir mal. Also Lück. Dann lücken wir mal. Ne? Da haben wir einen Fernseher. So, okay. Der ist jetzt aus. Disney Plus, HBO, Hulu, Netflix, Prime Video, YouTube TV. Mashallah. Nicht schlecht. Und hier haben wir einen Stuhl. Also wir sind ein bisschen ja, komisch eingerichtet für unser Single-Alien-Studentenbude hier. Ja. Und. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ah! Mit Shift gedrückt, dann könnt ihr auch rennen. Ja, ist ja Wahnsinn. Können wir auch springen hier? Was können wir? Eine Steuerung? Nee. Leertaste springen. Alles klar. Okay, sieht ein bisschen komisch aus. So, ja, was ist jetzt der Sinn des Spiels? Also, unser Vieh heißt Chattles. Level 1, 0 von 250 EXP. Jetzt müssen wir XP bekommen, oder wie? Wie bekommen wir es? Stuhlsimulator. Also, hier haben wir erstmal ein wunderschönes Bild hier. Zebra-Optik und, okay. Hat der Achselhaare? Habe ich das gerade richtig gesehen? Warte mal. Okay. Also wunderschön. So. Tab für Inventar öffnen. Da haben wir unseren Chair. So, Place Chair. Ach, das ist der hier stand. Okay, nicht schlecht. So, okay. Ja, Sit. Chair. So, jetzt sitzen wir auf dem Chair. Und oben haben wir Pain in the Ass-O-Meter. Alter, dein Ernst, Digga? Pain in the Ass-O-Meter.
Sit Points Generating Slowly. Okay, also wir setzen uns hin und regenerieren Punkte anscheinend. Ja, und aufstehen können wir wieder. Und dann ist es auf jeden Fall weg. Also jetzt haben wir 10 Sit Points. 250 brauchen wir fürs nächste Level. Also setzen wir uns erstmal nochmal hin hier. Und ja, kriegen wir anscheinend so Punkte regeneriert, die wir denn brauchen. Frage ist jetzt, ist es dann alles vom Spiel gewesen, dass wir einfach hier in unserer Bude hocken, auf einem Stuhl sitzen und warten, bis wir Level up werden? Oder was kommt da noch? Also, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. So, Sit Point Generating Slowly. Alles klar, also wir sitzen jetzt ein bisschen länger drauf und jetzt kriegen wir automatisch weniger. Das heißt, es wäre besser runterzusteigen, das Ding dann runterlaufen zu lassen, den Pain in die Essometer und dann wieder aufzusetzen oder wie. Auf jeden Fall schauen wir mal, was passiert, wenn wir das Ding voll haben. Ich denke mal, kriegen wir einfach nur weniger Punkte. Und at Death's Door, stand up now or die? Jetzt kriege ich Minuspunkte. Weil ich zu lange auf dem Stuhl sitze oder was? Alter, ich sitze manchmal 3-4 Stunden auf dem Stuhl. Und jetzt hier, weiß ich nicht. So. You die. Ernsthaft? You have lost all your chairs and sit points. Okay, ich habe ja erstmal nur einen Stuhl gehabt, aber ich habe jetzt meine 18 Punkte verloren. Und das Spiel ist vorbei, oder wie? Also, ich habe verloren. Oder bewegen können wir? Können wir hier? Nee, geht nicht. Also, Escape. Okay. Jungle Music. Ja, können wir die Musik ein bisschen weglassen. Auf jeden Fall, war es das jetzt? Game Pause, gehen wir auf Quit und dann... Ja, das war's schon wieder. Echt jetzt? Wir sind im Stuhlsimulator. Bei einem Stuhlsimulator sind wir gestorben. Alter, was ist das für ein Game, Leute? Was ist das für ein Spiel? Was ist der Sinn des Spiels? Was ist der Sinn, überhaupt so ein Spiel zu programmieren? Okay, Fun Fact, da kommen wir, nimm mal hier diesen Bingo Bob. So, Controls, ne, Move, Look and Sit Down. Ingeborg, hast du gehört? Sit Down müsste machen. So, jetzt haben wir hier unseren Bingo Bob Maschine und ja. So, jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Jetzt können wir mit den Bingo. Hä? Bingo. Bingo. Bingo, Bingo sagt er immer, glaube ich. Bingo. Okay, jetzt können wir jetzt wieder hier Punkte regenerieren. Ja. und weiter? Wie geht das Spiel weiter? Wir sitzen hier, regenerieren Punkte, um zu leveln. Was passiert, wenn wir Level 2 werden? Gibt es noch andere Stühle? Können wir uns andere Stühle holen? Komm, warte mal. Ach, Mann, stimmt, eh drücken. So. Der kann auch rennen, oder? Ja, er sieht aus. Okay. So, gucken wir mal, ob wir hier rauskommen aus unserer Bude. Und, ah ja, es geht auf. Okay. So, ja. Willkommen bei Mischfischfiss, ne? Willkommen to Mischfischfiss. Home Franchising. Store Layout. Home Franchising. Aha, hier haben wir Office Chairs. Dann gehen wir weiter zu Couches, zu Stools. Und Chairs, okay. Und hier können wir uns halt Stühle holen. Unter anderem für 800 SP. Ah, Sit Points dann bestimmt. Ein Lego-Stuhl. Oh, damit, da müssen wir aber noch ordentlich sitzen. Eine Monoblock-Chair für 1250. Alter Verfalter. E-Mails Lounger, ah, hier gibt schon ein paar schöne Stühle. Ah, hier, guck mal, für 50 so ein paar Bistro-Chair, so ein Dumpel-Ikea-Monoblock-Stuhl. Okay. Haben wir hier, da haben wir noch einen Knitpuff, haben wir noch. Hier für 150 ein Kabel-Dings. Ja, komm, rennen wir mal hier raus hier, gucken wir mal in den nächste. Hier haben wir auch noch ein paar schöne Sachen. Ein Lobby-Chair. Alter, was.
Haben die da Bilder von Ikea gemacht, dass sie hier die ganzen Stühle parat haben? Oder was ist da los? Okay, so hier, The Iron Throne, okay, das gibt's, denke ich mal, nicht bei Ikea zu kaufen, aber ja, gibt auf jeden Fall ein paar nette Stühle hier, oder anderem den Magic XL Puppy. Also ich weiß nicht, ob das ein Stuhl ist oder ob das für die 18 plus Leute so was anderes ist, was man kennt, ne, so. So ein Hab mich lieb scharf oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar nice Stühle am Start hier, also fetzt ja richtig. Habe ich das gerade richtig gesehen? Nee. Ja, also ja, kann man ja ein paar Stühle hier zur Auswahl. Frage ist jetzt, wenn wir uns noch ein paar Stühle holen, regenerieren die schneller Punkte oder weiß ich nicht. Ejection Set, okay. Ist das ein Stab? Was ist das denn? Castellanes Tool. Okay. Regenerieren die halt schneller diese Sit-Points oder sterbe ich dann nicht so schnell oder was? Der Lego-Stuhl, der fetzte, der triggert mich schon ein bisschen. Und, Alter, was sehe ich denn da hinten? Ein elektrischen Stuhl. 1250. Ey, komm, komm, testen wir mal. Da müssen wir bestimmt hier wieder raus, ne? So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Setzen wir uns hin. Na komm, setz hin. Bingo. 10 Punkte haben wir bis jetzt. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns jetzt erstmal 50 Punkte. Und dann holen wir uns mal so einen Billigstuhl da, so einen anderen. Ne? Also gab es ja jetzt ein paar für 50 Coins, die wir uns dann kaufen können. Aber glaube ich, unter 50 Sit-Points gab es, glaube ich, keinen gerade gesehen. Auf jeden Fall, anscheinend Mission in diesem Spiel ist es, zu Hause bleiben, zu sitzen, so wie in Corona-Zeiten. Bleib zu Hause, sei ein Hero, setz dich hin, regenerier Points. Du, wenn das Bitcoins wären, weißt du, wenn ich für zu Hause hier auf dem Stuhl sitzen, so weiß ich nicht, pro 10 Minuten ein Bitcoin regenerieren würde, Alter, da würde ich das nur noch machen. Oder so ein Teil, so ein Viertel oder ein Achtel Bitcoin oder so, keine Ahnung. Das wäre natürlich dann wiederum mega nice, ne? Aber, Alter, was ist der Sinn des Spiels? Du sitzt hier, holst dir Punkte, um dir dann neue Stühle zu holen. Und das Game ist dann geschafft, wenn du irgendwie alle Stühle hast oder was. Aber musst aufpassen, dass du nicht zu lange sitzen bleibst, weil du darfst ja nicht AFK gehen, weil wenn du zu lange sitzen bleibst, stirbst du ja. Wo ich mir denke, welcher Mensch auf der Welt ist vom zu lange Sitzen auf einem Stuhl gestorben? Außer jetzt bei einem elektrischen Stuhl. Aber jetzt mal bei einem normalen Stuhl, beim stinknormalen Stuhl, welcher Mensch ist da gestorben? Oder welche Maschine oder so? Irgendwie fern von jeder Logik, Leute. Also weiß ich nicht, geht irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Wenn ihr das anders denkt oder ihr meint was dazu, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber weiß ich nicht. So. Lassen wir mal kurz runterlaufen hier. Jetzt sind wir jetzt bei 43 Sit-Points. Also ein paar brauchen wir jetzt noch. Aber bis wir Level 2 werden, das dauert auch eine Weile. Und da wird das Video auch viel zu lange gehen. Deswegen, ja, nee, bis 250 machen wir nicht. Wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal die 50 Punkte und holen uns einen neuen Stuhl. So sieht's aus. Damit mal unsere Bude ein bisschen schicker wird. Aber wir können auch nur Stühle holen, ne? Oder vielleicht, wenn wir Level 2 wären, was kriegen wir da? Kriegen wir da ein Wanddeko dazu? Oder kriegen wir wirklich ein neues Möbelhaus? Oder ne? So, auf jeden Fall hatte ich mir so einen schon gerade so ausgeguckt nebenbei. Da war so ein roter gewesen. Mit so Ringen oder irgendwie so. Ah, da ist er, glaube ich. So, den hier hatte ich mir ausgeguckt. Er sieht bequem aus. So, bei. So, modernes Pedal-Chair. It looked nice and modernized. Even if you held together with a spirit and prayer. Alles klar, by Chair. So, jetzt haben wir den gekauft. Und haben wir den in der Tasche. Ah, okay. Aber jetzt können wir den, jetzt können wir hier sitzen. Jetzt können wir hier im Haus sitzen, echt? Oder wir nehmen den mit, so. Und dann nehmen wir den so mit, oder wie? Ja, kennt man ja von Ikea, ne? Wenn du einen Stuhl kaufst, den trägst du über den Kopf zur Kasse.
Oder ins Auto, keine Ahnung. Natürlich das Ausstellungsstück, weil zusammenbauen, das macht ja keiner, ist ja die reinste Folter. Deswegen ja, Ausstellungsstück mitnehmen, zusammengebaut, fertig, tschüss. So, jetzt sind wir wieder zu Hause und den Stuhl haben wir immer noch auf dem Kopf. So, jetzt können wir den platzieren. Machen wir hier, so. Und jetzt können wir uns hinsetzen. Und jetzt sitzen wir auf dem anderen Stuhl. Wir kriegen immer noch ein Coin, wie es aussieht. Aber die XP unten, die Points, die behalten wir. Also die haben wir nicht verloren, weil wir jetzt einen neuen Stuhl gekauft haben. Es wird anscheinend einfach immer weitergezählt. Ist ja gut zu wissen, aber ich glaube, der regeneriert schneller Sterne. Kann, Sterne. Sitpoints, kann das sein? Komm, wir testen mal. Nehmen wir jetzt hier. So, wir machen mal drei Balken voll und zählen mal, wie viel wir generieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, also acht. Bei drei Balken acht Sitpoints regeneriert. Schauen wir mal uns bei denen jetzt hier an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, also auf jeden Fall ein Point mehr, ein Sitpoint mehr in der Zeit. Ja, bestimmt, je höher die Stühle sind, desto schneller regeneriert man dann auch bestimmt. Aber auf jeden Fall sehr witzig. Hö. Hö. Okay. Ja. Ja, gucken wir jetzt mal hier. Guck mal, da haben wir hier Streams FM. Alles klar. Bisschen Schleichwerbung nur für andere Sachen hier. Hier kommen wir nicht hoch. Können wir den Stuhl hier irgendwie auf den Fernseher stellen? Geht das? Oder. Okay. Ja. Echt jetzt? So, gucken wir mal hier. So. Ja, hier. Bester Platz natürlich für einen Sessel im Fernseher mit dem Bingo Bongo. Füße gucken aus dem Fernseher raus, der Kopf guckt über den Fernseher raus. Aber eine Röhrenkiste, also da hätten sie schon wirklich ein Flachbild hinsetzen können, so ein Plasma-LED, was auch immer. Aber hier so ein alter Röhrenfernseher, kennt man doch gar nicht mehr. Aber oh, schön detailliert, auch mit den Schrauben hier und so. Also nicht schlecht gemacht, auch mit den Griffen an der Seite. Kenne ich noch von früher, hatte ich auch mal so einen Klopperfernseher gehabt, mit so Griffen an der Seite, der übel schwer war als Kind. Aber ja, Videorekorder, Alter, nice. Triggert mich. Okay, auf jeden Fall. Ja, was, Leute, was soll ich sagen? Stuhlsimulator. Ladet es euch runter. Mega-mäßig Fun. Ein Spiel für die ganze Familie, wenn ihr zusammen Bock habt, auf Stühle zu sitzen und das nicht nur zu Hause machen wollt, sondern auch am Computer. Lol, dann holt euch das Spiel. Könnt ihr euch kostenlos im Steam runterladen. 1 GB, wie gesagt, ungefähr groß. Und ja, Ziel des Spiels, auf Stühle zu sitzen, Stühle zu kaufen. Und ganz wichtig, ihr dürft nicht sterben, ne? Wenn ihr zu lange auf dem Stuhl sitzt, dann stirbt ihr. Kennt man ja, ne? Ganz logische Schlussfolgerung. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es ist so bescheuert, das Spiel, dass es schon wieder Bock macht. Aber wie gesagt, von den Missionen ist ein bisschen einseitig. So, jetzt bin ich wieder gestorben, weil ich bin halt kein Profi in Stuhlsimulator, ja. Wenn ihr Profi in Stuhlsimulator seid, ja, dann schreibt es mir in die Kommentare, was sind eure Tricks, was sind eure Hacks, was Stuhlsimulator betrifft. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut einfach mal vorbei bei Steam, sucht euch das Spiel mal raus. Wenn ihr mehr Bock auf solche Spiele habt, wenn ich mehr Simulatorspiele ausprobieren soll, die es schon gibt und die es hier demnächst noch geben wird, weiß ich nicht, was gibt es als nächstes? Ein Schuh-Anziehen-Simulator oder Hausschuh-Simulator? Dort kann ich dann
verschiedene Hausschuhe kaufen und anprobieren, damit meine ollen, haarigen Gollum-Fuß-Hobbit-Füße verdeckt sind oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder Katzenstreichel-Simulator oder Wasserhahn anmachen auf Warm- und Kalt-Simulator oder weiß ich nicht, was da noch alles gibt. Aber Alter, ein Stuhlsitz, also ein Stuhlsimulator. Leute, was habt ihr euch dabei gedacht beim Programmieren? Ganz ehrlich. Aber auf jeden Fall, von Fun Factor her gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, wenn ihr mehr wollt, solcher Videos sehen wollt, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ansonsten ganz normal, Kanal abonnieren. Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen und immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, diesen Chair Simulator einfach mal aufzuprobieren. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, euer Groove. Ciao, Leute.